Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal das Unboxing. Wie viel habe ich denn hier? Ich habe 8-mal diese bunten Gebetssteine und 3 Stück von den blauen. Wollen wir mal gucken, was wir so rauskriegen. Und schön, dass du da bist. Ich habe dir ja zugewunken, Marco. So, Eid des Scharfschützen. Trash. Ja, ich mache die Dinger einzeln, weil ich habe da nicht so viele von. Must rid themselves Schwarze of Quaste, material desires. Trash. Only by ridding oneself of clutter can one see the true Anime. world around them. Trash. Was hast du jetzt gesagt? Steinschleuderbogen, Trash. Okay, jetzt wollen wir mal. Ich brauche einfach ein paar Figuren. Nicht, dass ich nicht genug Figuren habe, sondern mein Problem ist halt, dass ich kaum Sternbilder habe. Weiß nicht, wie andere das machen. Ich mal so bei anderen Streamern reingucken, die dann auch mal sagen, ja, ich habe zwar neu angefangen, aber ich spiele dafür auch Free-to-Play und dann haben sie, was weiß ich, 3 Charaktere mit vollem Sternbild. Weil Sternbilder kriegst du ungefähr so, wenn du eine Figur zweimal hast, bekommst du anstatt der Figur so ein besonderes Ding. Und da kannst du dann halt das Sternbild der Figur die Werte aufbessern. Oh, 4 Sterne, 4 Sterne. Was ist es? Was? Niang Guang. Na super. Die Figur habe ich noch nicht. Ich hätte mir gewünscht, ein paar zu bekommen. Das liegt nicht nur an den Waffen. Die Chars sind mit anderen Chars auch unterschiedlich stark. Durch den Elementbonus, wie zum Beispiel Wasser und Feuer durch Verdampfen. Makoto, ich sammle auch gerade wieder Gebete ab Sonntag. Graf ist wie Diluc, einer der SS-Damage-Dealer. Deshalb ist das so krass. Okay, ich verstehe. Kann auch einfach sein, dass ich durch das Free-to-Play einfach schlechte Charaktere bekommen habe. Mona und Lisa zum Beispiel zusammen, die machen massiv Schaden. Klar, natürlich, Solo ist kein Problem. Aber irgendwie, ja, im Multiplayer sind die echt schwierig. Weil du da nur 2 zusammen hast. Und das ist immer. Es ist schon ein empfindliches Gleichgewicht geworden. Gold! 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 Ich hab den Tartaglia bekommen, den Grafen. Cool. Herrlich. Klingt gerade so, als würdest du. Ja, sagen wir es mal so. Es gibt Leute, die haben bis zu 3000 Dollar dafür ausgegeben, um Diluc zu bekommen. Den habe ich vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen einfach just random bekommen. Dann gibt es Leute, die das gleiche gemacht haben, um diesen Charakter, den ich jetzt bekommen habe, zu kriegen. Der Makoto hasst mich jetzt. Siehst du schon im Chat. Ich sehe im Moment gar nichts, aber. Der Mako hat im Caps geschrieben: Ist das dein Ernst? Ich hasse dich! Okay. Übrigens, ich habe auch ein Artefakt, was der Reini gerne haben möchte, was die Mona aktuell trägt. Ein goldenes Artefakt, was voll aufgewertet ist, was den Hydro-Schaden um 43,7% steigert. Also, ja, gut, ich würde sagen, jetzt kriegen wir natürlich nur Trash, aber dafür, dass ich 2 Figuren bekommen habe, die ich leider noch nicht habe, aber okay, ich habe den Charakter schlecht hinbekommen. Ist es okay? Hol dir noch mal Gold. Ja, das ist die Chance dazu besteht so, die Chance Gold zu bekommen ist 0,06%. Ja, mach einfach trotzdem. Kann ich nicht. Doch. Gut, warte mal. Erlebnispass.